wunderschönen guten Abend. Ich werde jetzt die ganze Zeit in dieses Mikro sprechen. Das ist wegen dem Stream. Nicht als Unhöflichkeit empfinden. Ich spreche zu Ihnen allen, aber ich spreche nur in diese Richtung. Ich freue mich sehr, dass ihr alle hier seid, Sie alle hier sind, heute zur Jazz Week. Und ich bedanke mich ganz herzlich beim ganzen Team von der Jazz Week Cologne für die Einladung, für die super Abwicklung und für die tolle Organisation, dass das hier möglich ist. Und natürlich auch Benny Müller von der Loft, dem ganzen Loft-Team, auch Stefan Deißler fürs Aufnehmen und so weiter. Es sind ja bei so einem Festival immer viele, viele Menschen, die da beteiligt sind. Und dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei den unglaublichen MusikerInnen, die hier dabei sind. An der Flöte Evelyn Degen. An der Violine Anna Neubert. An der Harfe Katrin Pechloff. Violoncello Elisabeth Kudu. Klarinette Stefan Karl Schmid. An der Trompete Pascal Kleber. Ich sage nur ganz kurz noch was vorab zu dem arbeitenden Konzert. Das ist heute die Revision Nummer 9. Das heißt, es wird immer in Revisionen gerechnet. Man hat im Prinzip dadurch immer wieder Umarbeitung des Materials, das hier zur Verfügung steht. Es wird natürlich auch immer wieder neues Material entwickelt. Und für heute Abend gibt es dann doch tatsächlich auch 3 Premieren, Uraufführungen, zu denen wir noch kommen werden. Alles, was wir hier machen, ist Teil des Konzerts. Das heißt, auch wenn wir uns jetzt gleich über bestimmte Parameter unterhalten, vielleicht darüber unterhalten, wie wir einen Formblock spielen, das ist sozusagen die Basiseinheit des arbeitenden Konzerts, die Formblocks, so gehört das zum arbeitenden Konzert dazu. Das arbeitende Konzert ist ein Format, was ich entwickelt habe, um überhaupt zu thematisieren, was ein Konzert ist als ein Medium. Ein Medium, das einerseits ja Musik transportiert, andererseits aber auch Gemeinschaften produziert, also sich auch verräumlicht und damit thematisiert es, wo wir eigentlich gerade sind, wie wir sind. Und das bedeutet auch dann, wenn wir jetzt 3 Pausen machen, wie Benny Müller das gesagt hat, dass diese Pausen zum Konzert dazugehören. Weil das Konzert auch bedeutet, dass man vielleicht Freunde wieder trifft, die man schon lange nicht mehr gesehen hat, dass man bestimmte Menschen trifft, die sich für das Gleiche interessieren oder zum ersten Mal da sind und so weiter. Das heißt, das geht eigentlich da weiter. Das hört nie auf, das arbeitende Konzert. Immer wird gearbeitet und alles gehört dazu. Das wollte ich nur am Anfang sagen, damit Sie sich nicht wundern, wenn wir anfangen, hier uns zu unterhalten und zu verhandeln über bestimmte Sachfragen in der Arbeit. Wir beginnen mit Formblock 1 und da kann ich gleich dazu sagen, das wird in Minuten gemessen. Es ist eine große Entwicklung ja oder ein Change gewesen, als die Musik gewechselt ist von 1 zu 0. Der Takt hat dann nicht mehr bei der 1 angefangen, sondern bei der 0, nämlich die 0 Sekunden. Und dadurch wurde die Duration, also die Länge von etwas, zum überhaupt völlig neuen Parameter der Musik. Und da wir mit offenen Formen auch operieren, beispielsweise die Formblocks sind offene Formen, legen wir die Form dann als Block fest. Und das sind heute immer jeweils 10 Minuten. Und so wird der erste Formblock dann auch 10 Minuten sein. Wir stimmen kurz, bevor wir loslegen.
Thank you.
Also unterschiedliche Spielhaltungen, die auch immer wieder mit noch einem anderen Medium zu tun haben, jenseits des Konzertes. Das ist das Medium der Notation, die immer irgendwie zwischen den Körpern und dem Raum und der Musik steht. Und diese Notationen sind ja zeitüberdauernd. Sie sind ja morgen noch die gleichen und übermorgen die gleichen. Das heißt, die gehen so durch die Zeit durch und sollen auch immer eine Vergegenwärtigung ermöglichen, dass dasselbe nochmal erscheint. Und gleichzeitig weiß man ja auch, dass das gar nicht möglich ist, dass jede Wiederholung eine Differenz ist. Und die Formblocks, die artikulieren das schon in der Art und Weise, das habe ich hier auch in diesem Buch, was ich gemacht habe, zu dem arbeitenden Konzert, kann man das sehen. Es ist immer eine DIN A4-Seite ist die Regel. Die darf nicht überschritten werden. Und dann gibt es immer eine Regel dazu, was man damit machen soll, wie es in der Performance-Kunst oder der konzeptuellen Kunst der 60er Jahre. Und der Unterschied ist natürlich zu dieser Zeit, dass die Relationalität dann des Zusammenspiels hier noch essentiell dazu kommt, was dem Ganzen so eine Zeitgenossenschaft verleiht. Jetzt spielen wir etwas, was dem diametral gegenübersteht. Jetzt kommen wir zu einem komplett repräsentationalen Raum, also komplett ausnotiert, um auch die unterschiedlichen Spielhaltungen zu zeigen. Und das ist ja das Stück Topology für Harfe und Ensemble. Anna, könntest du mir nochmal 60 geben? Okay, danke. Genau, ich gebe 2 vor, ne? Thank you.
Topology für Harfe und Ensemble an der Harfe. Katrin Pechloff. Okay, und jetzt spielen wir noch vom Block 2. Thank you.
Pause, um wieder neue Luft rein, also kalt zu machen. Und ja, entspannen Sie sich beim Getränk und dann kommen wir so in 10, 15 Minuten wieder zurück. Vielen, vielen Dank.
zweiten Block vom arbeitenden Konzert. Wir werden jetzt nochmal gleich herausfinden, was wir jetzt spielen werden. Okay. Also mein Vorschlag wäre, mit den Sentenzen zu machen. Also mit den beiden Sentenzen. Dann machen wir vor dem Block 24, ne? Ja. Genau, die Idee, genau, dass ihr macht dann 15, ne? Und 32, genau. So, das wäre also der erste Formblock. Und dann, wie wäre danach Noem? Ist gut? Noem? Ja? Genau. Ja, wir spielen gleichzeitig den. Braucht ihr was, oder? Gut, das wäre also der Formblock, der erste, den wir machen. Dann kommt Noem und dann das dritte. Da wollte ich jetzt was ausprobieren. Können wir vielleicht dann noch mal kurz checken. Und zwar den 17. Den Serial Counterpoint sozusagen. Ist das gut? Ja. Genau, wenn es irgendwelche Fragen gibt, sagt ihr einfach Bescheid. Ansonsten wäre das jetzt der Ablauf. Wir und Pascal, also wir drei, Elisabeth und Anna sind verschaltet und Evelyn und Stefan sind verschaltet. Okay. Wollen wir kurz stimmen noch? Thank you.
Thank you.
Kombination von Formblöcken. Und jetzt kommt Trio für Violoncello, Violine und Trompete. Thank you.
Reformblock 17 und jede kann unabhängig alles bewegen, wie man will. Timing, Dynamik, alles mit dem Notenmaterial. Thank you.
Pechloff, Elisabeth Kudu, Stefan Karlschmidt und Pascal Kleber. Vielen, vielen Dank, dass Sie das Abenteuer mit uns durchgehen, auch bei der Hitze und so weiter. Deswegen machen wir es jetzt nochmal kühl, dann fürs Finale bleiben Sie dabei. Bis gleich. Dankeschön.
gearbeitet, gestern und heute Morgen. Da haben wir es eigentlich sehr gut kühl bekommen. Und zwar ist natürlich jetzt mit viel mehr Menschen, was toll ist, natürlich, dass sie alle da sind, das ist grandios. Aber diese Energieentwicklung, wenn man die speichern könnte, wäre natürlich toll für spätere Zeiten. Und jetzt ist halt die Frage, wir machen wahrscheinlich jetzt mal 20 Minuten statt 30. Weil nach 20 Minuten ist es eigentlich schon wahnsinnig heiß. Und jetzt müssen wir nur noch verhandeln. Wir haben da ein Stück, ein repräsentationales Stück, also aufgeschriebenes, mit Pascal Kleber, Solo Trompete mit Ensemble, Hyperbowl. Und ein Formblock spielen wir noch. Und jetzt verhandeln wir noch, welcher Formblock da zum Einsatz kommt. Und ist es okay für euch auch, ne, mit, dass wir 20 Minuten machen, also zwei Stücke? Ja. Natürlich Bock zu spielen und so weiter, wir sind total on, aber die Bedingungen sind, wie sie sind. Und ist ja dann Teil des Arbeitenkonzerts, auch mit den Bedingungen insgesamt global klarzukommen. Und jetzt war Evelyns Vorschlag Formblock 4. Was meint ihr? Alright, jetzt ist nur die Fragestellung, wollen wir erst Hyperbowl spielen oder erst Formblock 4? Pascal, du kannst es wünschen. Gerne Hyperbowl. Hyperbowl, ne? Ja. Okay. Jetzt, wo es noch kalt ist, ne? Genau. Also kalt, relativ. Weniger heiß. Ganz gut, mal eine andere, also die richtige Note aufzuschlagen. Kann nie falsch sein. Fängt ja beides mit 5/8 an.
Thank you.
wir jetzt das letzte Werk für heute Abend spielen. Das wird Formblock 4 sein. Möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken fürs Kommen, fürs Mitsein. Darum ging es ja heute Abend, dass man zusammenhängt. Und genau, Jazz wie Cologne, auch ganz herzlichen Dank, Janik Truman und allen. Denn ich kann sagen, das gibt's die Idee. Ja, bitte, Applaus. Genau, weil dieses arbeitende Konzert gibt es seit 2014 und jetzt ist erst die Revision 9. Das heißt, es müssen unheimlich viele Bedingungen erfüllt werden, damit es überhaupt stattfindet. Und dass diese Bedingungen hier auch möglich waren, das war grandios. Das lag natürlich aber auch an Benny Müller, auch vom Loft und von den allen vom Loft, Martin Müller. Genau, Hans-Martin Müller konnte leider heute gar nicht da sein, aber ganz liebe Grüße auch an ihn, falls er am Bildschirm irgendwo sitzt in Frankreich und eine gute Zeit hat. Und genau, dann zu guter Letzt möchte ich mich bei den MusikerInnen bedanken, die hier dabei sind, weil das ist halt wirklich, wirklich, der Arbeit ist hier sagen, Nomen est Omen. Und es ist wirklich eine große Freude für mich und auch eine Ehre, mit denen hier das machen zu dürfen. Unglaublich. Evelyn Degen, eine Flöte, bitte. Anna Neuwald, an der Violine. Katrin Pechler von der Harfe. Viole und Cello, Elisabeth Kudu. Klarinette, Stefan Karl Schmid. Trompete, Pascal Kleber. Komposition, Dirigat, Vibraphon und alles andere, Christopher Dell. Okay, genau. Und dann das Buch zum gleichnamigen Abenteuer können Sie da draußen erwerben, auch die CD. Und wir spielen jetzt Nummer 4, genau, dass ich dirigiere. Wie haben wir das jetzt verteilt? Wer spielt die erste Zeile? Zweite Zeile. Du spielst die? Zweite Zeile. Die erste Zeile spielst du. Dritte Zeile spielst du. Vierte Zeile spielst du. Du bewegst dich dazwischen? 2 und 5, ne? Ich 2 und 4. Okay, 2 und 4. Alright, gut. Und der Wechsel von 1, 2, 3, den gibst du an, ne? Exakt. Ich gebe an, wann ihr an und off seid und auch gebe ich 1, 2 oder 3 an. Individuell. Mhm. Yes. Genau. Einen Moment, ich muss aber. Entschuldigung. Wo ist der Stoppuhr noch? Du siehst die Form nicht vom Formblock. Moment, alright. Nochmal, einmal. Thank you.
Musik.